Wieder alles. War sehr okay. Hi Limbo. Ja, ich bin nur aus Versehen schon rausgegangen und ich sehe das nicht mehr. Ich sehr okay. Ich möchte das auch gerne wiederholen. So, jetzt warten wir mal drauf, dass GTA dann irgendwann. In einem Land. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Die Technik. Das niemand hoch. Gehen wir das noch mal raus. Macht ihr das jetzt hier dauerhaft hier? Hallo, 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 hallo. So, Alt 5. Aspekt. So, ich bin mega glücklich. Ja, das ist auch sehr toll. Auch sehr toll. Aber wie ich wäre mega glücklich, wenn der Computer endlich machen würde, was er soll. Ein bisschen. Finde ich das echt super. Sorry, ich bin nur gehypt. Alles gut. Gut. Find's auch super. Auch schön. Ich muss nur mal gucken, wie es hier weitergeht. So, der Alt 5 nochmal Task beenden. Bist du noch irgendwo drinne? Teamspeak. Box da irgendwo auf. Nicht. Hype, 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 hype. Zack, und los jetzt. Komm, jetzt launch doch heute nicht mehr. Danke, jetzt wird auch endlich der Rockstar Launcher gelaufen. Rockstar Launcher launcht. Pipe, 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 pipe. Wollen wir hoffen, dass heute früh auch Probleme. Ja, das jetzt. Also Alt 5 launcht ganz normal, aber Rockstar macht Probleme. Aber heute Morgen gab es ja auch ein 200 noch was MB Update, ne? Vom Kreativ Roleplay Server. Gucken, ob hinter mir auch das Bild schwarz wird. Dann. Aber ich muss wahrscheinlich hier auch noch mal in Capture reingehen. Hatte bestimmtes Fenster. Früher auch Problem. So, wir sind schon einen Schritt weiter. Müsste halt bloß noch die Serveroberfläche laden. Gut ist, ich sage immer jeden, ladet das Spiel, bevor ihr einen Stream startet. Und der Launcher ist abgeschmiert.
Erledigen. So, dann nochmal Alt-5, los. Schön. Probieren wir es noch einmal. Immer, immer, immer. Mit Schwarz. Bin gespannt. Oh, wow. 2,5 Anläufe. Und noch auf Arbeit, Adi. War heute viel los. Wieder am Start. Wie geht? Geht wird das voll. 62 von 108 gemeldeten Stoff. Hi, Deadpool. Ja. Hi Lukas. Hi du. Sag mal, wie machen wir es denn nur mit dem Schlüssel für diesen, für den kleinen Truck? Hast du den noch oder was? Den Ja, Bauer, ja. den. Für die 8 halt, ne? Ja. Was? Ja, alles gut. Bring den zu Bennys rüber, lass ihn da kurz stehen und guck mal, ob da welche Leute sind. Also ich habe den LKW nicht, ich habe den Schlüssel. Den Ach so, LKW war ja, ja. der war ja nicht bei Pri. Ach so, ja, alles gut. Alles gut. Ich bin nämlich Komm, gerade Benny. bei, ich bin gerade bei Benny, bei, nee, ich bin bei PDM. Ach so, ja. Guck mal bitte bei Benny, ob da jemand ist. Alles Die kommen auch klar. gleich rüber. Ich fahr mal rüber. Jo, bis dann. Tschu. Du. Der muss auch mal schlafen. Mittlerweile wieder, ja. Ist das lustig? Hi, Lukas. Hallo. Hi, du. Ich stand gerade gegenüber. Läuft ja, läuft ja. Hi, Bri.
Alles in Ordnung? Ja, kann ich dich kurz was fragen? Ja, natürlich, Kommst du fragen mal bitte rüber? alles. Ja, klar. Ich interessiere mich nämlich für den tollen Phantom, für den hier, Dingens hier. Für den Guardian. Ja. Und ich wollte mal wissen, was da so der Preis ist, wenn man halt auch bei Bennys arbeitet. So, damit ich auch weiß, wo meine Ziele stehen, so. Ach, du arbeitest bei Bennys? Ja, ich bin da seit 2 Tagen. Gut. Ja, ich habe momentan keinen Überblick durch die ganzen Änderungen und alles Neue. Ja. Ne, ist das gerade ein bisschen durcheinander? So, als Mitarbeiter von Bennys bekommst du Vollrabatt. Das heißt, der Guardian kostet dich ganze 50.019 Dollar und 98 Cent. 50.019 Dollar, alles klar. Du kriegst ihn komplett für den Einkaufspreis plus Steuern. Ich habe davon fast gar nichts. Alles klar, und da drüben steht auch noch ein Pickup. Ein LKW, ein kleiner. Wäre der frei dann? Welcher meinst du? So, hier da drüben, oh, andere Straßenseite, Mietwagen. Der ist momentan frei, ja. Wir Der haben könnte gemietet mehreren werden. frei, wir haben sie nur woanders eingeparkt. Das da drüben ist der Pounder. Achso. Das ist schon einer der größten LKWs, die es gibt. Mit 750 Kilo. Ja, na gut, da gibt es noch die Satteschlepper, ne? Ja, Jo. natürlich, die gibt es auch noch. Weil ich würde nämlich gerne, vielleicht, wenn bei Bennys nicht so viel los ist, für die Firma ein bisschen pflücken gehen. Das ist süß, aber nicht direkt aufs Konto einzahlen, ne? Nee. Funktioniert anders. Wurde mir schon gesagt. Gut. Ja. Klar, kannst du den mieten, ist gar kein Problem. Alles klärchen. Gut, dann ich soll noch mal schnell zu Bennys fahren und gucken, was da so los ist. Und ich komme dann noch mal rüber. Okay. Dann schönen Kein Abend. Problem. Bis Ebenso. dann. Ich glaube, das machen wir gleich mit dem Auto, war die Frage, die ich habe, aber da vorne geht es jetzt, glaube ich, erstmal. Ja, Ja, nee, ich was habe auch gerade immer eine da Ver jetzt wieder los ist. Also Ich nicht weiß es auch mein, nicht. nicht wegen mir jetzt. Nee, es geht Nee, um es einen hat gerade Polizisten, der mich da gerade so dämlich angepumpt hat, unter anderem. Ach so, okay, na dann. Deswegen gehe ich da mal vorsichtshalber mit hin, weil ich bin von dem heute schon dreimal angepumpt worden. Alles gut. Ich hab. Ja, Deadpool, dein Bruder muss auch mal schlafen. Ja, der übertreibt es auch echt, ey. Ohne Scheiß. Ich meine, das macht ihn Spaß. Er hat sich ja ohne Ende drauf gefreut. Aber der ist so hart am Übertreiben. Ja, nichts. Melden wir uns mal zum Team. Ja, ohne Scheiß, Deadpool, das wäre echt mal nötig. Also, wie gesagt, ich meine, er macht damit ja auch gut Zuschauer und alles, gell? Aber wenn ich dann solche Sätze höre wie 18 Stunden am Stück live und sowas, kann ich da, also bin
bin ich da schon eher so in Richtung Obacht. Weil wäre echt schade, wenn er da zu übertreibt, ne? Ich brauche mal ein bisschen Sonne. Dass Deadpool so dünn wie dein Bruder ist, scheint die doch an ihm vorbei. Moin. Moin. Da ist er. Der dritte große Auto. Alles gut, ich bin wirklich das erste Mal. Das heißt, wir liefern ihn aus und kassieren ihn dann wieder ein und kriegen dafür Taschengeld. Ja, alles gut. Wir sagen Dankeschön trotzdem nochmal. Wir wissen Bescheid. Ja, gerne. Ja, auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Los. Ich danke euch, Linus. Ne? Ja, kein Problem. Habt einen Gefallen bei mir. Jo. Brie, kann ich einen mieten für die Firma? Ja, aber natürlich. Zum Pflücken, drüben bei Bennys ist tot. Wann wird da? Ach Leute, das ist. Er würde gerne für die Firma ein bisschen pflücken gehen. Ja, finde ich auch super. Wir haben ja herausgefunden, wie wir es am besten auch damit mit Steuern und so weiter kriegen, dass da, ne, ordentlich abgerechnet werden kann und keine Probleme entstehen. Aber die Sache ist halt, dass wir es überhaupt so nötig haben, blöd gesagt, ne? Welche ja, steht da drüben, weißt du das? Das machen wir ein bisschen und dann haben wir es halt vielleicht auch nicht mehr nötig. Außerdem machen wir es nachts und müssen ja nicht damit hausieren gehen. Ja, ziehst du die Arbeitshose aus und dann passt das schon. Ja, ganz genau. Ich muss einmal gucken, welcher Pounder da drüben steht. Ich weiß das nämlich gar nicht. Ja, ich gehe mal kurz hinter in die Werkstatt und zieh mich um. Okay, dann kannst du gleich den Schlüssel abholen kommen, ne? Jo. Macht bei mir einen enormen Unterschied. Ja, sehe ich genauso, der Punkt. Wenn es 7 bis 8 Stunden macht, dann ist es ein Standardarbeitstag. Absolut, das kann man vertreten und das kann man auch, da brauchen wir auch keine Ausrede für. Aber 18 Stunden, ey. Ja, der hat mir beim 18-Stunden-Stream gesagt, jetzt macht er wirklich mal Pause und dann, ich bin dann auch raus und ein paar Minuten später kriege ich die Benachrichtigung, dass er wieder online ist. Nee, also. So, servus. Super, dann gehen wir mal kurz rüber. Ich gucke mir kurz die Nummer an, damit ich den richtigen Schlüssel gebe. Alles klar.
Ne? So. Ach, bisschen Angst um die Schuhe gehabt, Bree, hä? Nee, nee, ich war irgendwie ein bisschen gerade. Alles gut. Hat mit den Schuhen nichts zu tun, die interessieren mich nicht. Ich laufe darauf so viel, das kannst du dir nicht vorstellen. Immer noch Tomaten so nice oder soll ich lieber Aprikosen machen? Was meinst du? Ich hab keine Ahnung. Achso, das Privileg hier. Das Privileg hier, dass ich habe das Privileg, dass ich keine Zeit habe, sowas zu machen. Ja, genau, das stimmt. Müsse erhalten. Dass ich zur Not auf mein Firmenkonto greifen kann, was mir überhaupt nicht in Kram passt, wenn es sein muss. So, pass auf. Ich kriege ihn heil und vollgetankt wieder. Ja, der Werkstattangestellter. Gucken wir vorher an und dann bringe ich ihn dir auf den Hof. Genau, brauchst nichts bezahlen. Passt, wir gehören zusammen, ne? Ja, das weiß ich auch schon. Ich bin Sascha Fantur. Sascha Fantur, ich habe dich nämlich noch nicht in meiner Kundenliste und ich muss dich da reinschreiben. Ja, mach mal. Funktioniert das hier bei mir alles nicht? Sascha, nee, hab ich nicht. Nee, yeah. Ich hab auch noch nicht geschrieben. Sascha Fantur. T-O-U-I-H-U-R. T-H-U-R. Och, Caps. Kannst mich ruhig schreien schreiben, so ist nicht. T-H-U. Nee, nur U. T-H-U-R. Tor. Oh, nicht O-U. Nicht so exotisch. Ach, Tor. Okay. Ja. Gut. Machen wir die anderen Daten, machen wir die Tage, ne? Anderen Daten? Deine Telefonnummer, deine ID bräuchte ich dann mal. Damit ich das alles hier fest drinstehen habe, du bist die Nummer 1091. 1091, soll ich mir das aufschreiben, damit wir es beim nächsten Mal besser finden? Nee, das ist deine Kundennummer. Hm. 1091, die muss ich mir dann halt raussuchen. 1091, ich kann sie los. Das ist deine Kundennummer. Hm. So, ID, Telefonnummer, Fehler, ja, wunderbar, ist halt noch nicht da. Ich kann es dir geben, also ich. Am den 28. Können wir auch machen gleich. Ja. Sekunde. Das ist der Pounder 9. Berlin bis morgen Abend um 23 Uhr, wenn das dir recht ist. Ja, natürlich. 29.05. 23 Uhr. Preis schreibe ich keinen rein. Kaution auch nicht. Das ist so rechtens, ist ja meine Sache. Kommentar. Bennys. Hat keiner was zu meckern. Genau. Gut, dann machen wir das halt eben. Magst du mir deine ID einmal durchgeben? Ah, ID? Moment, pack das Handy nochmal weg. Ach, da. Ja, genau, das war. Jetzt habe ich ihn dir gezeigt. Ach, das ist doof, oder? Ja. Damit kannst du nicht anfangen. Meine ID ist 466. Ja. 960. Ja. 313. Wunderbar. Und dann brauche ich jetzt noch die Telefonnummer. 962. 586. Ja. 350. 350? Ja, genau. Ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden hatte. Ja, ich nusche auch manchmal ein bisschen. Vollprozente habe ich dir eingetragen. Hm. So, Vermietung ist das jetzt. Ja, EKW-Führerschein habe ich auch, also alles gut. Davon gehe ich aus. Wunderbar, haben wir. Dann viel Spaß damit. Ja, danke. Danke für deinen Einsatz. Ja, kein Ding. Ja. Immer wieder gerne für Bennys. Alles für Bennys, wisst ihr doch. Ich tue auch alles für meine Firma. Ja, ist auch schön. Ich meine, guck mal, wenn man fast 20.000 Rabatt auf den Guardian bekommt, gell? Das ist dann schon heftig. Ja. Aber ich lasse da bestimmt ein Trinkgeld springen, Pri. 29.000, glaube ich. Ja, 29 sind es, genau. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, dafür kriegen wir auch alles Reparaturen, wir kriegen Tuning, wir kriegen alles zum Einkaufspreis, gell? Auch der Wahnsinn. Damit ihr nicht ins Minus geht, gibt es halt den Einkaufspreis. Und dafür habt ihr bei uns Rabatte, starke Rabatte auf die Fahrzeuge. Ne? Ja gut, wir brauchten halt eben auch einen Autoladen mit dran, gell? Mostys hat halt den Vorteil, dass es halt direkt in einem Gebäude ist, gell?
Ja, ich meine, das Bandys gehört immer komplett zu uns. Ne? So, der ehemalige Chef hat gesagt, er möchte nicht mehr. Und ich habe ihm empfohlen, das Curtis zu geben. Und Curtis und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir auf jeden Fall zusammen bleiben. Super. Ne? Ich habe auch den zweiten Flatbed finanziert für euch. Dafür haben wir einige Reparaturen für den Hof frei. Das haben wir alle schon, das klären wir alles untereinander. Das macht ja. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch als privat draußen, gell? Alles gut. Alles klar. Na dann wünsche ich dir noch einen ruhigen Abend. Danke. Schauen wir mal. Ja, ciao. Ciao. Oh, die. Guinness. Ah, es ist abartig groß, ist das abartig groß. Ist das Ding abartig groß. Schön, dass du Dienstag frei hast. Wegen Pfingstmontag. Na, da können wir doch am Dienstag. Na gut, Montag ist halt Marvel Monday, gell? Aber vielleicht. Alter, Igitt. Müssen wir gucken. Vielleicht machen wir es auch anders, weil ich glaube auch nicht, dass ich Pfingstmontag Abend viele Zuschauer haben werde. Kann ich mir nicht vorstellen. Richtig. Mir fällt doch gerade auf, ich habe zwar einen LKW-Führerschein, gell? Oh, Adineta, ja, gute Nacht. Oh, Entschuldigung. Ich hab's nicht mitbekommen. Also ich bin der, was ich bin der, was da, ach da, ich bin da, bist da. Ja, dann darfst du mir doch nicht sagen. Doch skriptet, doch skriptet Roleplay. Du müsstest mich schon anrufen, aber da werde ich wohl gerade nicht rangehen. Aber wenn du Lust hast, ah. Also wenn, dann müsstest du mich anrufen halt. Mm-hmm.
Achso, Pfingstmontag bist du da, ja. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, was man. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Weil am Montag lief Marvin, gell? Also Marvin lief am Montag. Also am Montag, wo es nur Kanalpunkte zu gewinnen gab, lief Marvin besser. Marvin besser als am Mittwoch, wo es den Echtgeldgewinn gab, in Anführungsstrichen. Nee, der wollte es zu, Keule. Kannst du Musik anmachen, Limbo? Ein bisschen Country oder so.
Ich muss mir mal posten. Einen Papierkorb gehen. Keine Ahnung. Wo? Jetzt hier oder was? Oder meintest du unten beim PDM? Das ist ja auch wie Farming Simulator hier. Wann denkst du denn, Limbo, wann du aufwachst heute? In der Stadt. Ich sehe keine Cops. War Sirene, ja, aber. Runter. Rein und. Aber schlimm ist es. Kein Pounder. Das da drüben ist kein Pounder. Ja, ist auch gut, dass es sich, also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn sie tatsächlich da sind, ist es gut, dass sie sich um die Farmen mehr kümmern. Weil hier oben hat ja das Drogengeschäft geboomt die Tage. Ne? Okay, das müssen wir ja dann nur noch gefühlte 100 Mal machen. Meinte ich ja, ja. Ja, hier oben haben sich wohl auch irgendwie zwei Gangs wohl niedergelassen. Irgendwo bei der Tyler hat es mir erzählt, bei irgendeiner Kirche. Hat es mir nicht erzählt, ich habe es mitgehört.
mit Heiler, mit Obo-Bürgermeister unterhalten. Ja, nee. Keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall mit irgendjemandem unterhalten, dass sich hier oben wohl auch irgendwelche Gangs angesiedelt haben. Hat schon wieder Mobet. Und schon wieder Cops. Okay. Oh, Verfolgungsjagd. Action heute. Ja. Also ich habe wie gesagt, also ja, hab ich schon erzählt im RP, ich habe einen ausprobiert. Ja, wie lange wir brauchen, um das den voll zu kriegen. Wenn hier oben jetzt gerade so viele Leute unterwegs sind, mache ich es lieber mal zu. Nicht, dass ich durch irgendwas ohnmächtig werde und dann mein Pounder hier oben die ganze Zeit offen rumsteht. Schreib mir mal bitte, wie ich... Panien sagt mir jetzt nichts. Kann es leider auch nicht ableiten. Also du musst das Wort nochmal schreiben. Was da so aussieht, als wärst du mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. In der Nähe von Anken mit E an die Zapfsäule und E. Und dann müsste das Fenster aufgehen. Bitte.
Das ganze PD hier oben. Himmel. Eine Seite das, was wir haben und das, was wir fürs Krankenhaus geben. Andere Seite das, was wir ich Summe. Hier unten können wir schon mal die 174 hinschreiben. Das, was wir aber jetzt ist wieder Ruhe hier oben. Genügend Platz. Effektiv. Weißt du, eigentlich hat man hier oben seine Ruhe, gell? Jo, mach nur. Freut mich. Lern Leute kennen. Ich muss unbedingt Geld machen. Ich will meinen Trex Guardian endlich haben. Der Tank wohl leer oder was? Was ist hier los? Hey, da kommst du nicht klar. Da kommst du nicht drauf. Was hier los? Wo wurdest du denn zusammengeschlagen? Von wem wurdest du denn zusammengeschlagen? Ich bin einmal gegen dich gestolpert. Ja, das ist aber nicht zusammenschlagen.
Meinst du es aber nicht von mir, oder? Meinst du es von mir? Ja, aber meinst du jetzt, dass ich dich zusammengeschlagen habe? Also meinst du das, wo ich aus Versehen eine verpasst habe? Ich habe in letzter Zeit viel aus Versehen um mich geschlagen. So. Ja. Das ist. Gut, gut. Jetzt ist hier oben wieder schön ruhig. Jo, bis gleich. Ach, ist das ein Scheißwetter. Aber heute auch flüssig mit dem Sammeln, ey. 28. Dieses Mal. Wäre dabei.
Muss ich noch das wegziehen, was ich vom Konto habe, weil ich laufe nicht mit. Das geht noch eins. Vielleicht haben wir die Hälfte geschafft. Echt jetzt Young Flo, ja? Dann oder? Einen Moment. Ich muss das über mein Handy machen. Schön, dass du da bist überhaupt, Young Flo. Schön. Und Young Flo, was geht ab? Leute. Ist dann auf der Karte. Gut. Dann da runter. Weiter auf eBay, da runter. Da runter und dann müsste ich links da. Muss wenn ich Stadt 1 wäre. Echte Spuren links raus. Okay.
Das? So. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Gucken, was eine Tour bringt. Bin mal gespannt. Ich habe eine enorme Einstellung gerade. Ich brauche so ein Kissen für Handgelenk, merke ich. Mal mehr. Wenn das so wäre. Das wäre schöner. Wir müssen auf jeden Fall mal die Smartphones updaten. Schon geil, wenn man Online-Banking hätte oder sein Hintergrundbild verändern kann, das wäre. Aber wie gesagt, es steht oben rechts in der Ecke, ihr seht es nicht, es ist oben, also immer noch in der Beta. Schon wieder nicht mehr genügend Platz. Ah, da hat sogar noch geklappt. Ich flüge ja so gerne. Let's play <leer. lacht> Sehr schön, sehr nice.
Ja, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt in einer anderen Tanke und ich darf nicht tanken. Keine Ahnung warum. Naja, ich hab dir auch, hab dir mal kurz erzählt, dass ich tanken muss. Ja, sehr energisch. Hab ich. Dann fahr ich mal. Ja. Ich habe schon einen neuen Kontakt geknüpft. Ja, der wollte mir ein Auto mieten für 20.000. Ja. Nee, noch nicht. Da jetzt so. 31 Liter drin. 117 Dollar. Ach so. Ja. Und ich merke gerade, man läuft da komisch, während ich am Handy bin. Sieht so aus, als hätte ich gerade einen Stock im Arsch. Ja. Wie gesagt, ich würde jetzt den mal zum Arzt fahren.
weil ich auf alten Tagen mal zusammengeschlagen wurde. Hätte ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Okay, gut, dann war das die, war es der Ashley, der ich das erzählt habe. Naja, ich war halt, wie ich noch Kopf bei der Dings war. Nee, dadurch, dass ich das halt so ab und zu mal erzählt habe, so nebenbei, wusste ich jetzt nicht, wem ich es erzählt hatte. Und auf jeden Fall, ich bin, hab halt ganz normal gearbeitet, wollte dann halt zu, nach Hause. Und wir hatten halt ein paar Tage vorher ein Gangmitglied verknackt. So, und das waren die halt dann, die Leute meinten dann so, ja, den Kopf von der Justiz, den hauen wir erstmal auf die Schnauze. Ja, das haben sie. Ich war bei der Justiz, ja, ich war. Genau, in meiner alten Stadt. War ich ja bei der Staatsanwaltschaft und das halt Kopf bei der Justiz. So, und den hauen wir dann halt mal auf die Schnauze. Ja, haben sie dann auch getan. Wir haben dann Xylophon auf meinem Buskorb rumgespielt mit Baseballschlägern. Schlüsselbein gebrochen, angeknackstes Brustbein, die dritte und vierte Rippe auf der linken Seite, die erste und zweite Seite, Rippe auf der rechten Seite und hin und her. Und ja, war ich ein paar Tage halt im Krankenhaus, habe mich dann selbst entlastet lassen, habe dann fleißig die Medikamente genommen und seitdem ich hier bin, so vor ein, zwei Tagen, habe ich es beim Arbeiten gemerkt, da habe ich ein Stechen in der Brust beim Einatmen. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal abklären lassen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, du, ich muss sagen, Kopf, Beine hier gerade gerammt. Nee, ich auch nicht. Ja, haben wir nur gesagt, gehst mal ins Krankenhaus. Das mal abklären, dass ich auch wirklich noch irgendwas böse, nicht bösartiges ist, wisst ihr? Hm. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich dir nur mal mitteilen, das habe ich, wie gesagt, das habe ich echt nicht bedacht. Das habe ich da tatsächlich der Ashley erzählt beim Tätowieren. Ja. Na nee, gut. Dann hören wir uns. Ich rufe dich dann an, wenn alles in Ordnung. Wie was so ist. Ja, ja klar. Bis dann. Ciao, ciao.
glaube, ich muss demnächst mal so richtig hingehen. Dann bin ich ja schon dabei, dreiviertel Stunde.
So, das Spiel ist gerade abgestürzt. Dann probieren wir noch mal reinzukommen. Ich hoffe, dass ich noch bei den Aprikosen stehe und ich hoffe, dass mein Founder noch da ist. Cool, du bist wieder dabei. Das ging aber fix.
So, dann fahren wir mal los. Ja, so ist es denn das. Ich gleich zurück, wenn ich dann extra da bin. Baustelle hier sollen sie ja nicht fertig kriegen. Ich bin so sehr auch als LKW war.
Mensch, ich bin am LKW gefahren. Dann LKW fahren raus. Tut leid. Ja. Ja, Lars, was ist los? Was hat denn die so lange gedauert, ne? Lukas. Ich war auf dem Highway. Achso. Hier. Ich hab mich nochmal mit Tyler unterhalten, ne? Ja. Wegen das, was du mir erzählt hast und mit dem Lost. Ja. Also anscheinend war das eine Reihe von Missverständnissen. Ja. Ist nicht schlimm, ist es geklärt? Aber was ihr in die Karten spielt, Tyler möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Oh ja, gut. Meinetwegen. Weil er halt, ne, Misstrauen und allem drum und dran. Ist ja auch im Endeffekt jetzt in dem Moment egal. Es ist auf jeden Fall geklärt. Ja, ich habe ihn nochmal gefragt. Weil, ne, ich wollte halt sicher sein, dass halt nichts wirklich ansteht, weil es könnte ja sein, ne? Ja. Er sagt halt, er hat halt auch jetzt, er möchte sich halt auch nicht mehr damit nicht auseinandersetzen. Klar, er schiebt ein bisschen vorsichtig, weil ich es einmal genervt habe, weil so, oh, schon wieder der, so nach dem Motto, weißt du, diesen Spruch von mir. Ja, ist halt jetzt so, aber du hast jetzt oder so gesagt, du hast keinen Bock auf ihn. Ja, ganz genau. Nee, das ist meiner Meinung nach halt scheiße Magnet. Hast du gesehen, da war nur auf dem Hof und es gab schon wieder eigentlich quasi so Halbstress. Ja, genau, und deswegen hat er Nummer rausgelöscht. Ja. Und ja. Nur, dass du Bescheid weißt. Oh ja, damit kann ich leben. Na, also was machst du gerade? Solange bei Benny's alles cool ist, ich mach gerade, wie nennt sich's im Fachjargon, ich lösche gerade die erste Ladung. Was machst du denn, Aprikosen? Ja. Dann mach doch Trauben, Digga, mach doch Trauben. Warum da bist du denn wesentlich kürzer vom Weg. Ja, das bringt doch aber was viel weniger. Ja, ist aber effizienter auf die Zeit. Da ist halt auch jeder eine andere Meinung. Also ich würde dir am liebsten Trauben empfehlen, weil dann bist du wesentlich schneller, weil du immer 5 Trauben durchschnittlich kriegst. Also mal ganz selten 3 oder 4. Ja, aber eine Traube bringt ja auch nur 13, ne? Ja, und du kriegst 14. Das ist ein toller Unterschied. Macht den Bock jetzt nicht fett. Ja. Das macht den Bock fett, weil du weniger Tank rauspustet, weil du kürzere Wege hast. Und auch wieder. Das siehst du. Ja. Also, bis später. Jo. Tschüss. Grüß dich. Hast du mich angerufen? Ja, ich hatte dich zweimal angeklingelt. Also ich habe leichte Risse in der Lunge. Aha. Jetzt aber
noch nicht so derbe sind. Jetzt habe ich beide angenommen. Hallo? Leider? Grüß dich. Ja. grüß dich. Sascha hat mich gerade angerufen. Jetzt, wenn ich dich gerade an der Schuppe habe, nächstes Mal, wenn du Geld brauchst für einen MC, frag mich einfach so. Ihr braucht mich nicht überfallen. Reiz es nicht ab, ich hab dich gesehen, Digga. Ich kann mir Stimmen und Aussehen merken. Reiz einfach nicht ab. Sei eine ehrliche Socke gegenüber mir und sag einfach ja und gut ist. Ich hab jetzt von der Anzeige abgesehen, euch gegenüber. Ja, brauchst nicht den Unschuldigen spielen. Ich bin unten am Klamottenladen. Warte. Na Lars, weißt du doch. Ja. Dann müsst ihr mich nun auch gekannt haben. Wir haben den ganzen Vormittag nur zusammen rumgehangen. Ja. Okay, gut. Ja. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Ja, wie gesagt, mein erstes RP, deswegen. Gut, ja. So. Der Vorteil und Schein. Grüße. So, ja. Jetzt. Heile, ja. Oder was? Ja, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Hat dich überfallen, oder was? Ja. UCC, sag ich dazu noch. Naja. Ja, nee, ich habe gerade einen Anruf von meinem Chef gekriegt, weil... Tyler hat mir die Freundschaft gekündigt. Okay. Wie mit mir nicht mehr zu tun haben in Los Santos. Ja. Blubber Bernd. Und was treibst du so? Ich wollte gerade Klamotten holen, wie gesagt, und also mich noch anpassen. Und zack, da war dann halt der Überfall. Na, ganz toll. Ist auch nicht viel weg, weil Gott sei Dank nehme ich nur immer so viel mit, dass es gerade so für ein, zwei Klamotten reicht, beziehungsweise für Sachen. Und dann auf gut. Ja, und warum überfällt er dich? Der kennt dich doch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sag ich dir gleich im Stream, denn ich habe meinen schon ausgemacht. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Was? Also jetzt mal außerhalb, also wie gesagt, ja, er kam dann halt mit OCC, wenn er eine Maske auf hat, dann erkennst du den nicht. Wo ich mir so sage, ey, dann zieh doch eine andere Kleidung an. Ich erkenne die anderen Stimmen und dies und jenes. Ja, ist doch richtig so. Ja. Hat doch nichts mit OCC zu tun, wenn du die Stimmen erkennst, erkennst du die Stimmen, das ist halt einfach so. Also von dem einen, also ich weiß, wie Tyler aussieht, also von daher, ja. Wie er halt nur aussieht, der Gurt zu topsen und... Ich will jetzt auch nicht, dass wir Ärger kriegen oder so. Na gut, ich habe meinen Stream jetzt aus, aber bei dir, ich will jetzt nicht, dass wir jetzt so Ärger kriegen. Nö. Der gute Tobson ist on. Also von daher. Nur halt off Stream. Aber egal. Gut. Jo. Alles klar. Hallo? Ja, alles klar. Gut. Hallo? Ja, ich hatte dich noch gehört, ich hatte mein Mikrofon nur aus Versehen hochgeklappt.
Ja, ich weiß nicht, ob man das. Ich dachte, wir machen noch eine Tour miteinander. Aber ich setze mich jetzt auch nur noch in meinen Truck, fahr kurz um die Ecke. Hört er nämlich auch auf, Limborius. Irgendwie. Oh, meine Spende bitte! Meine Spende! Meine Spende! Meine Spende! Um 1. Der Pounder dauert lange. Mit Befühlen. Servus, Dumbi. Jo, Limbo, wir treffen uns gleich nochmal auf Discord, wenn du Lust und Zeit hast. Und an die anderen. Tschüssi.